zusammen. Heute geht es um den Überspannungsschutz für den Commodore 64. Ist also ein kleines Platinchen. Sorgt dafür, sollte vom Netzteil eine Überspannung kommen, also über 5 Volt, dann kappt diese Platine die Spannungszufuhr. Im Gegensatz zu einer normalen Sicherung, die auf zu hohe Ströme anspricht, spricht diese Schaltung also bei zu hoher Spannung am C64 Power Connector an. Das eigentliche Problem ist also der Spannungsregler im Netzteil. Das ist dieser hier, 7805 oder auch ähnlich von der Bauart oder von der Bezeichnung. Der Punkt ist, er gibt 5 Volt fix aus. Was man ihm vorne reinsteckt, ist relativ egal. Hinten sollen 5 Volt fix rauskommen für den C64. Dieser Spannungsregler kann auf zwei Weisen kaputt gehen. Er kann einfach nicht mehr funktionieren, dann funktioniert der 64er nicht mehr, kriegt keinen Strom mehr oder keine 5 Volt mehr. Das ist dann noch die Glück im Unglück-Variante. Es kann auch sein, dass dieser Spannungsregler in der Weise kaputt geht, dass er die 10 Volt vom Eingang 1:1 durchschießt auf den Ausgang. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Im 64er, nicht verwirren lassen, das ist der Schaltplan vom ganzen 64er, beziehungsweise nur die Hälfte davon, da gehört noch ein Blatt 2 dazu. Im 64er kommt hier die Spannung an. Hier sind die 5 Volt, das ist der Einschalter. Dann kommt noch eine kleine Spule oder eine Entstördrossel. Und dann laufen die 5 Volt ohne weitere Schutzschaltung auf die 5 Volt Verteilung. Von dieser 5 Volt Verteilung werden alle ICs gespeist. Alles, was irgendwie 5 Volt braucht, hängt direkt an dieser 5 Volt Leitung. Und wenn man es eben weiter zurückverfolgt, direkt am Netzteil, an diesem Spannungsregler. Jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn so ein IC für 5 Volt gedacht ist, 5 Volt Betriebsspannung, dann verträgt das 10 Volt nicht mehr ganz so gut. Und das ist leider ein häufiger Defekt, beziehungsweise eine häufige Defektursache bei den alten Rechnern, beziehungsweise den alten Netzteilen, dass die eben kaputt gehen, der Spannungsregler darin kaputt geht, 10 Volt auf den C64 gibt und dann ist neben dem Netzteil auch noch der C64 betroffen, dass da ein oder mehrere Chips kaputt gehen dabei. Diese Schaltung sorgt nun dafür, dass im Falle einer solchen Überspannung, die vom Netzteil kommt, sofort die Stromzufuhr gekappt wird mittels einer Sicherung. Somit ist der C64 vor einem defekten Netzteil bzw. generell vor Überspannung an der Powerbuchse geschützt. Der Überspannungsschutz kommt als fertige Platine oder als Bausatz. Immer dabei ist so eine kleine Broschüre mit allgemeinen Löthinweisen, Umgang mit elektronischen Bauteilen und so eine kleine Commodore-Geschichte. Kann man sich mal anschauen. Und natürlich die produktbezogene Anleitung für den Überspannungsschutz. Da ist in dem Fall natürlich nicht viel drin. Er arbeitet automatisch. Sobald man den einsteckt, ist er aktiv. Die Aufbauanleitung ist natürlich dabei und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir bauen das nämlich natürlich auch heute auf, das Gerät. Als Bausatzversion kommt das als so eine Tüte. Da liegen die Bauteile einzeln drin rum. Das Ganze öffnen. Ich schaue dann immer, dass ich mir das in so eine Schale schütte. Dann kann ich nämlich nichts verlieren dabei. Zum Löten selbst, das ist also die Platinenvorderseite. Da werden die Bauteile eingesetzt. Verlötet wird dann auf der Rückseite. Und es geht los mit diesen beiden Dioden. Die kann man mit so einer Biegelehre, nennt sich das, biegen. Dazu sucht man sich einfach den Lochabstand raus. In dem Fall ist es der schmalste. Legt die Dioden hier ein und kann die wunderbar rechtwinklig biegen, sodass sie dann schön sauber auf der Platine liegen. Man kann genauso gut so eine Spitzzange nehmen und die Beinchen damit biegen. Man kann es auch einfach von Hand biegen. So akkurat muss es auch nicht sein. Bei den Z-Dioden ein bisschen aufpassen, die haben eine Einbaurichtung. Man sieht also hier rechts den schwarzen Rand, dieser schwarze Balken. Der muss mit der Markierung auf der Platine übereinstimmen. Ist auf beiden, bei beiden Dioden das gleiche. Die sind beide nach rechts auszurichten. Also, beide Dioden nach rechts. Die kann man natürlich auch gleichzeitig einsetzen. Das Ganze auf den Rücken gelegt und einfach festgelötet. Ansonsten gibt es da nichts weiter, was zu beachten.
beim Abzwicken von Drähten immer so ein bisschen festhalten, damit die nicht in der Gegend rumschießen. Die können eine ziemliche Verletzungsgefahr darstellen, insbesondere natürlich, wenn man die ins Auge kriegt. Als nächstes kommt das Widerstandsnetzwerk an die Reihe. Da ist keine Einbaurichtung zu beachten. Das Widerstandsnetzwerk selbst hat zwar eine Markierung hier auf der Seite, dieser Punkt, sagt aber bei meinen Bausätzen nichts aus. Das sind einfach nur vergossene Widerstände von Bein zu Bein, jeweils ein Widerstand. Ob man die jetzt so rum oder so rum einsetzt, ist total egal. Also rein damit. Dann hefte ich mir hier mal nur einen Punkt an. Und dann schaue ich mir das nochmal an, ob es gerade ist. Wenn es jetzt so wie hier nicht ganz gerade ist, ganz einfach, ganz sanft gerade ausrichten. Und dann die restlichen Lötpunkte setzen. Dann ist auch schon der nächste Schritt an der Reihe. Das wäre dann der Kondensator ohne Polung. Da ist also zu unterscheiden, hier ist ein Kondensator mit Polung, der ist rund oder zylindrisch. Und dann gibt es einen Kondensator ohne Polung, hat eine komplett andere Bauform, absichtlich, damit man die beiden möglichst nicht verwechseln und vertauschen kann. Der kommt dann also hier hin. Wie gesagt, Polung egal. Auch einfach festlöten. Als nächstes die Leuchtdiode. Bei Leuchtdioden muss man beim Einsetzen wieder aufpassen, die haben eine Polung. Und zwar sieht man hier, wo die Leuchtdiode eingesetzt werden soll, an der linken Seite so eine abgeflachte Seite. Und genau diese gleiche abgeflachte Seite, die findet sich also auch an der Leuchtdiode selbst. Und zwar hier. Man sieht das gut im Lichtschein. Hier ist also die abgeflachte Seite. Und genau mit der abgeflachten Seite muss die Leuchtdiode also hier in die Platine eingesetzt werden. Solange die Beine noch nicht gekürzt sind, ist es so, dass sie zwei unterschiedlich lange Beine hat, so eine Leuchtdiode. Das kurze Bein geht dabei auf die abgeflachte Seite. Man muss also nicht zwingend immer diese abgeflachte Seite suchen. Man kann auch einfach das kurze Bein in Richtung abgeflachter Seite setzen und dann passt das auch. Bei der Diode natürlich schauen, dass die satt und flach aufliegt nach dem Verlöten. Dann sind als nächstes die Sicherungshalter dran. Bei den Sicherungshaltern ein bisschen aufpassen. Die haben eine Seite mit so einer Nase und die andere Seite ist offen. Da also darauf achten, dass wenn man diese beiden Sicherungshalter einsetzt, dass man sie so dreht, dass die beiden Nasen die Sicherung nach außen begrenzen können. Also hier die Nase auf die Seite und bei dem Sicherungshalter, ne, die Nase auf diese Seite. Nachdem das recht große Lötpunkte sind, braucht man hier also durchaus etwas mehr Zeit, um da mehr Temperatur auf die jeweils großen Lötflächen zu bekommen. Als nächstes kommt jetzt der Kondensator mit Polung. Bei dem Kondensator muss man wieder aufpassen auf die Polung. Auf der Platine ist der Pluspol bezeichnet, während auf dem Kondensator der Anschluss mit dem Minuspol bezeichnet ist. Da muss man also gucken, dass man richtig rum einsetzt. Minus nach rechts, Plus nach links. Den auch wieder flach aufsitzen lassen und einfach verlöten. Mal gucken, ob er gerade sitzt. Jawohl, das passt. Dann geht es auch schon weiter zum nächsten Schritt. Jetzt kommen die beiden Spannungsbuchsen dran. Auch die möglichst flach und bündig auf der Platine aufsitzen lassen. Ich setze mir jeweils wieder nur einen Punkt. Und dann schaue ich noch mal kurz, ob das auch wirklich flach aufliegt. Hier satt auf der Platine. Wenn das der Fall ist, dann den Rest löten. Und schon kommen wir zum letzten Bauteil. Das ist der Thyristor.
Ein Thyristor ist eigentlich nichts anderes als ein Transistor, der einfach höhere Leistungen verträgt. Wem jetzt auch Transistor nichts sagt, so wichtig ist es auch nicht. Wichtiger ist, dass man den Thyristor richtig um einsetzt. Man sieht also auf der Platine, da ist linksseitig ein dicker Balken ausgeführt, symbolisiert diesen metallenen Kühlkörper, also so rum einsetzen, dass der Kühlkörper über diesem Balken sitzt. Auch hier erstmal das mittlere Bein anheften und dann schauen, ob er soweit gerade sitzt. Ah, sieht gut aus. Dann die anderen beiden Beinchen anlöten und abknipsen. Damit ist der Aufbau der Platine soweit auch schon abgeschlossen. Was ich zum Schluss nach dem Löten immer mache, ich nehme so eine ESD-Bürste, also eine antistatische Bürste, und schrubbel da ordentlich drüber. Hat zwei Gründe. Einerseits Ästhetik. Es gibt ja immer so ein bisschen Lötfettspritzer, die kriegt man damit relativ gut weg. Und andererseits als Prävention gegen eine Fehlfunktion. Es können nicht nur Lötfettspritzer, sondern auch tatsächlich kleine Lötkugeln, Lötspritzer auf der Platine sich meistens genau zwischen zwei Lötpunkten festsetzen. Und erstaunlicherweise kriegen die dann meistens die beste elektrische Verbindung hin und verursachen Fehlfunktionen. Also ordentlich abreiben, dann kann sowas nicht passieren. Damit geht es schon weiter zum Finalisieren bzw. zum eigentlichen Betriebsfertigmachen. Die beiden Sicherungen einsetzen. Das da ist die Ersatzsicherung und das hier ist die eigentliche Betriebssicherung. Die fliegt also, wenn eine Überspannung im Eingang anliegt. Und das testen wir natürlich. Dazu baue ich hier schnell um. Bevor man die Platine ansteckt, natürlich den C64 ausschalten. Der Anschluss der Platine ist ganz einfach, wird einfach nur zwischen Commodore-Netzteil und C64 gesteckt. Das hier simuliert also jetzt mein Commodore-Netzteil. Ich habe hier ein Labornetzteil genommen. Da kann ich einfach den Fehlerfall besser simulieren, dass die Überspannung auftritt. Ausgehend davon, dass das mein Commodore-Netzteil ist, kommt also die originale Spannungsversorgung hier rein. Ist auch auf der Platine alles beschrieben. Und hier geht es weiter zum C64. Und das kommt dann also hier in die Powerbuchse. Wenn man jetzt den C64 einschaltet, dann zeigt sich auf dieser Platine gar nichts. Ich habe die also extra so gemacht, dass da jetzt nicht irgendwas blinkt oder leuchtet für den Betriebszustand. Braucht ja alles nur wieder Strom. Hier ist also die Sicherung. Die sollte dann gleich durchbrennen. Und dann gehe ich mal relativ weit hoch. Und somit ist die Sicherung durchgebrannt. Kann ich auch wieder auf 5 Volt zurückgehen. Die LED verlischt dann auch wieder. Bei 5 Volt kriegt sie keine Spannung. Sie kriegt erst ab etwa 5,6 Volt Spannung. Der Normalfall wäre jetzt, dass ungefähr 10 Volt, 9 bis 10 Volt von dem defekten Netzteil kommen. Dann zeigt die LED also an, dass ein Fehlerfall vorliegt und dass die Sicherung durchgebrannt ist. Dann die Sicherung natürlich austauschen und dann verrichtet die Schaltung wieder von neuem ihren Dienst. Und hier sieht man auch wieder, alles okay soweit, 5 Volt, 840 mA oder 0,8 Ampere. Der C64 wurde also geschützt von der Überspannung und tut weiter seinen Dienst.